Hallo, ich bin Old Tom Morris. In diesem Video nehme ich euch mit auf eine Zeitreise durch die Welt des Golfsports und erzähle aus erster Hand über die Entwicklung des Drivers, einem der ältesten und wichtigsten Schläger im Golf. Lasst uns beginnen mit den frühesten Tagen des Golfsports. Der ursprüngliche Driver, oft als Long Nose bekannt, war ein Meisterwerk handwerklicher Kunst. Gefertigt aus Holz, meist aus Hickory oder Buche, waren diese frühen Driver echte Unikate, von Hand geschnitzt und individuell gestaltet. Im Laufe der Zeit erlebte der Driver eine bemerkenswerte Entwicklung. Mit dem Aufkommen des Stahlschlägers in den 1920er Jahren begann eine neue Ära. Diese Schläger waren robuster, zuverlässiger und ermöglichten den Golfern, den Ball weiter zu schlagen als je zuvor. Doch die wahre Revolution fand in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts statt. Mit der Einführung von Technologien wie Titan und Carbonfaser wurden die Driver leichter, stärker und aerodynamischer. Diese Materialien ermöglichten es, die Größe des Schlägerkopfes zu erhöhen, ohne dabei an Manövrierfähigkeit zu verlieren, was zu einer drastischen Steigerung der Schlagweite führte. Heute sind Driver Hightech-Produkte, das Ergebnis jahrzehntelanger Forschung und Entwicklung. Mit Funktionen wie verstellbaren Schlägerköpfen und speziell entwickelten Schäften sind sie darauf ausgelegt, die individuellen Bedürfnisse jedes Spielers zu erfüllen. Bis zum heutigen Tag wurden immer wieder verschiedene Modelle entwickelt, um die Aerodynamik, Distanz und Präzision zu optimieren. Egal, ob ihr erfahrene Golfer oder Anfänger seid, den richtigen Driver zur Hand zu haben, war schon immer ein Vorteil und wurde auch schon zu unserer Zeit in einem individuellen Golfschläger-Fitting evaluiert. Als Golfschlägerfitter achtete ich immer auf die richtige Länge, Loft, Schaftflex und Griffdicke, damit meine Käufer beim Spielen auch konstant sein konnten. Aufgrund des Loft ist der Driver einer der ehrlichsten Golfschläger in deinem Golfbag, da der Golfball genau dahin fliegen wird, wie du mit deiner Schlagfläche an den Ball gekommen bist. Bedenke: Je mehr Loft das du im Spiel verwendest, umso kreativer können Golfschwünge gestaltet werden, wo Manipulationen und Schwungfehler entstehen, die mit einem Driver nicht mehr möglich sind. Falls dein Golfball mit dem Driver nicht genau dahin fliegt, wo du möchtest, liegt es bestimmt an deiner Technik. Suche eine PGA Pro auf und lerne den Golfball mit dem Driver richtig abzugeben. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann abonniere den Kanal, um keine weiteren Golfvideos zu verpassen. Dein Old Tom Morris.